Der britische Premiumhersteller Jaguar wirft seine neueste Galionsfigur, den Jaguar F-Type, ins Rennen. Und dies im wahrsten Sinne des Wortes. Denn mit seiner prägnanten Erscheinung sorgt er gleichermaßen bei Jung und Alt für Aufsehen. Seine konstante Performance und die dezent gehaltene Optik des F-Type lassen seine britischen Wurzeln schon recht früh erkennen. Doch kann der vermeintlich gemäßigte Auftritt auch täuschen, was spätestens nach Anlassen des Herzstücks dieses Prachtexemplars bewusst wird. Bei ungefähr 100 Stundenkilometern fährt der F-Type seinen Heckspoiler aus und signalisiert damit seine unmittelbar bevorstehende Kampfbereitschaft. Die Aerodynamik dürfte für die Ingenieure eine derart große Rolle gespielt haben, dass schlussendlich sogar die Türgriffe in der Karosserie versenkt werden, was zusätzliche Haftung am Asphalt garantieren soll. Irrsinnige Werte, die mit ihm zutage treten. Doch von der brachialen Kultur unter der Haube ist im Innenraum des F-Type kaum mehr etwas zu bemerken. Hier spielen nicht nur überdurchschnittliche Kräfte eine Rolle. Es werden Funktionalität mit der für Sportwagen adäquaten Menge an Luxus in einer bisher unbekannten Weise in Harmonie gebracht. Die zentralen Lüftungsdüsen, die auf Knopfdruck ausfahrbar sind, stellen dabei einen eher optischen Hingucker dar, der jedoch durch die agile Silhouette des Jaguars am Cockpit einen gewissen Reiz entfaltet. Doch was dieses Fahrzeug englischer Ingenieurskunst für seine optimale Selbstverwirklichung braucht, ist eine Rennstrecke. Hier kann der F-Type zur Genüge zeigen, wer er ist. In nur 4,9 Sekunden hetzt dieser F-Type auf die 100er-Marke und lässt dabei alle anderen alt aussehen. Seine Spitzengeschwindigkeit liegt bei atemberaubenden 275 km/h. Mit der 5-Liter-Version des mondänen Briten schaffen es Mensch und Maschine sogar, an der Latte von 300 km/h zu kratzen. In diesem Fall sollte aus verständlichen Gründen auf die optionale Geschwindigkeitsbegrenzung ASL verzichtet werden. Bei drei verschiedenen Motorvarianten bleibt letztendlich dem Käufer die Wahl seines besten Stückes überlassen. Zur Verfügung stehen zwei 3 Liter V6 Kompressormotoren mit entweder 340 oder 380 PS. Für Nimmersatte bietet Jaguar sogar einen F-Type mit einem 5 Liter Motor mit kompromisslosen 495 Pferdestärken an. Wir haben uns, wie so oft, für die goldene Mitte und den 3 Liter F-Type mit 380 PS entschieden. Der ohrenbetäubende Klang seiner 6-Zylinder-Maschine lässt Autofanherzen deutlich schneller schlagen und macht zweifelsfrei Lust auf mehr. Mit dem F-Type gibt Jaguar ein klares Statement ab und richtet seine Geschütze direkt auf Kontrahenten wie Porsche 911 oder Audi R8. Preislich dürfte der Unterschied mehr oder weniger groß sein. Sicher erscheint jedoch, dass der Jaguar F-Type mit knapp 99.000 Euro deutlich unter der schwindelerregenden Marke von 150.000 Euro, wie dies Audi für den R8 verlangt, liegt und somit ein mehr als konkurrenzfähiges Produkt darstellt.